danke, dass du Zeit hast. Ich wollte dich vom ÖAB-Interview zum Thema Gesundheit. Vielleicht kannst du uns ein paar Tipps geben, auf was man so achten muss. Die kalte Jahreszeit kommt ja und der klinische Vernetzung. Naja, sehr gerne. Komm, gehen wir mal an. Ja. Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von NÖAB Guntramsdorf unterwegs. Das heutige Thema, kalte Zeit, Grippezeit, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Das, was sich so schön reimt, ist leider nicht schön. Deshalb sind wir heute bei Dr. Bernhard Hensley-Schinkinger, praktischer Arzt in Guntramsdorf. Wir fragen ihn, auf was man achten muss in der kalten Jahreszeit, dass wir gesund bleiben. Lieber Bernhard, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. So spät. Kannst du uns ein paar Tipps geben? Da gibt es sicherlich einiges, auf was man achten muss, dass man gesund bleibt. Selbstverständlich. Ist ja ein wichtiges Thema, was uns alle betrifft. Ich möchte den Zusehern ganz gerne 5 Tipps mit auf den Weg geben. Das erste ist die Hygiene im Alltag. Man sollte halt das Händeschütteln möglichst vermeiden bzw. reduzieren, sofern das geht. Auch ab und zu, wenn es sich nicht vermeiden lässt, Hände waschen und auch desinfizieren. Und auch das Küsschen links, rechts, das sollte man in dieser Jahreszeit einfach vermeiden, sofern das machbar ist. Der zweite Punkt, weil die Patienten mich auch immer fragen, ja, was kann ich jetzt machen, damit ich gesund bleibe? Für all jene, für die es möglich ist, ist der Lifestyle natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Damit möchte ich sagen, eine ausgewogene, reichhaltige, vitaminreiche Ernährung und die notwendige Bewegung sind ganz wichtige Faktoren, um ein Immunsystem auf Schuss zu halten. Mhm. Ja. Punkt Ernährung ist schon ein wichtiger Punkt, denn ernährungstechnisch kann jeder etwas tun. Ja. Gerade in der kalten Jahreszeit neigen wir dazu, zu wenig Gemüse zu essen. Mhm. Wir ernähren uns grundsätzlich anders. Mhm. Und gerade Zwiebel, Rohkostprodukte aller Art, wie Gurke, Paprika, Kohlgemüse, Sprossengemüse enthalten viele Antioxidantien in Form von Vitamin A, C und E, mhm, sowie auch Zink. Und all das sind Substanzen, die unser Körper braucht, um unser Immunsystem zu stärken. Und darum sollte man das besonders in unsere Ernährung in der kalten Jahreszeit integrieren. Ja. Punkt Nummer 4, wenn ich nicht so der Gemüsefreund bin, was mache ich dann? Da kriege ich auch immer wieder die Frage. Mhm. Natürlich können Sie auch in der Apotheke Nahrungsergänzungsmittel kaufen, die zum Teil hier diese Vitamine enthalten. Die Wirkung ist nie so optimal von der Aufnahme letztlich auch her, weil viele Begleitsubstanzen fehlen wie im Gemüse, in Gemüseprodukten. Aber es ist eine gute Unterstützung für das Immunsystem, um hier einen Grundbedarf an eben Vitamin A, an Vitamin C und E sowie auch D und Zink und Selen einfach zu decken, damit ich hier eine gute Nährstoff-, Spurenelement- und Vitaminversorgung habe. Ja. Okay. Und der 5. Punkt letzten Endes sind auch Probiotika. Da fragen mich immer wieder Patienten, warum soll ich was für meinen Darm tun? Warum soll ich meine Darmflora stärken? Einfache Antwort, weil ein Großteil unseres Immunsystems im Darm lokalisiert ist. Habe ich einen gesunden Darm, habe ich ein gesundes Immunsystem in aller Regel. Mhm. Und von dem her kann ich auch das empfehlen, zu stärken mit verschiedenen Mittelchen in der Apotheke erhältlich. Okay. Das sind schon ein paar interessante Punkte. Vielen Dank dafür, dass man sich das einmal so durchgeht, so Schritt für Schritt. Wichtige Frage auch noch, den Unterschied zwischen Grippalinfekt und der richtigen Grippe, der Influenza. Ja, kann man dagegen was tun? Impfungen, das weiß man ja allgemein, es gibt ja Impfungen. So ist es, wie schaut es da ungefähr aus? Also, das ist ganz wichtig, dass man das differenziert. Ja, es gibt zum einen natürlich den Grippalinfekt. Ja. Der ist keine grundsätzlich schwerwiegende Erkrankung. Es beginnt schleichend mit Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Man fühlt sich nicht wohl, hat ein bisschen Fieber vielleicht. Okay. Das ist keine schwerwiegende Erkrankung, auch wenn es sich vielleicht für manche anfühlt, als wäre es eine. Ja. Aber das lässt sich in aller Regel in vielen Fällen auch ohne eine antibiotische Therapie gut behandeln. Okay. Ja. Wenn ich mir unsicher bin, immer bitte rechtzeitig zum Arzt gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur der kann hier wirklich bakterielle oder schwerwiegende Infekte herausdifferenzieren. Ja. Und der Unterschied zur richtigen Grippe, der Influenza, gegen die es auch eine Impfung gibt und zu der ich auch definitiv jeden Patienten rate,
ist einfach, dass das eine plötzlich schwerwiegende Erkrankung ist, die akut beginnt, sehr hohes Fieber mit sich bringt und sehr hohes Krankheitsgefühl mit sich bringt, wo es den Leuten wirklich so schlecht geht, wie sie sich noch nie in ihrem Leben gefühlt haben. Das ist das, was ich immer wieder auch höre. Okay. Ja. Und dagegen sollte man sich unbedingt impfen lassen. Je mehr Begleiterkrankungen und je fortgeschrittener das Alter ist, desto eher ist diese Impfung einfach auch wichtig. Und wenn man einmal krank ist, soll man sich wirklich so gut wie möglich auskurieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du sagst. Viele Leute gehen, weil sie es müssen oder wenn sie es wollen, Druck des Arbeitsmarktes. Ne, Druck des Arbeitsmarktes. Ja. Man steckt die Kollegen zum einen an, weil man als Träger fungiert. Ja. Und zum anderen ist aufgrund des geschwächten Immunsystems die Situation auch so, dass ich mir natürlich auch, wenn ich am Genesungsweg bin, mir eine neue Infektion leicht wieder einfange und dann nach einem Intervall, wo es mir besser geht, es mich noch einmal erwischt und ich noch einmal krank bin. Ja. Das soll auf alle Fälle vermieden werden. Vielen Dank für die ganzen Tipps. Sehr gerne. Ich hoffe, Sie und Ihr konntet etwas mitnehmen. Wie immer an dieser Stelle, bleiben Sie auch gesund und ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und dass wir ein Like vielleicht bekommen oder einen Daumen nach oben. Das wäre auch ganz, ganz nett. Alle Informationen dazu am Ende dieses Videos. Noch einmal danke, sehr gerne, lieber Bernhard, für die Zeit. Sehr gerne. Und Ihnen und euch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Sendung. Danke fürs Dabeisein. Wiedersehen.